Grüßt euch und herzlich willkommen bei eurem Ultimate Aussie FIFA Academy Part 24. Ja, wie ihr gerade gesehen im Hintergrund, da ja Campbell der beste Spieler war im letzten Spiel und ich gesagt habe, die erste Mannschaft soll natürlich erstmal zur Hälfte aus Silberspielern bestehen, habe ich den linken Mittelfeldspieler ausgetauscht und dazu wird Sasevic rausgenommen. Wir ändern die Formation auf 4-1-2-1-2 und reinkommt der Montagnac. Also wie ihr seht, wir haben jetzt eine komplett andere Aufstellung und hoffen natürlich, dass wir mit dieser auch erfolgsversprechend arbeiten können. Wie ihr seht, unser erster Gegner hat ein Chemie-Team mit 92 sogar, obwohl es gar nicht so aussieht. 73er Gesamtbewertung, schönes Hybrid. Wir müssen natürlich arbeiten, dass wir hier weiter unsere Siege feiern können. Wie ihr seht, der erste Angriff gehört unserem Gegner. Fangen dann hier den Ball irgendwie ab. Auf Morrison, der Neuzugang, auf Sinclair. Und Sinclair ist schnell, das wissen wir alle. Und Sinclair geht, Sinclair zieht ab. Doch der Torhüter steht da ganz sicher, braucht sich nicht mal bewegen und hält diesen Ball ganz, ganz sicher. Dann die nächste Szene, 20. Spielminute, wieder Morrison. Morrison macht ein richtig gutes Spiel, flankt das Ding auf Campbell. Und der fackelt überhaupt nicht lange. Unser Neuzugang aus der letzten Folge macht ein richtig, richtig gutes Spiel mal wieder. Auch hier 1-0 in der 20. Minute durch unseren Mann, durch Campbell. In der nächsten Szene dann schon wieder 22. Spielminute. Das geht ganz, ganz fix. Wir waren wirklich überlegen in diesem Spiel. Cabrice dann mal durch und Cabrice geht der Linksverteidiger, nee, Rechtsverteidiger war es ja. Der macht das Ding leider nicht und haut das Ding leider an den Torhüter, der dann sicher parieren kann. In der nächsten Szene, 35. Spielminute, kommen wir dann hier an den Ball. Sinclair geht und dann wird der Ball abgefangen. Ganz schnell geht's, dann sind wir wieder dran. Nein, sind wir doch nicht. Und dann ist der Gegner durch und der hat dann nicht lange zu fackeln und haut das Ding zum Glück nur über die rechte Querlatte. In der nächsten Folge kommt dann wieder unser Gegner. Wir fangen den Ball ab über Gennaris und der auf Morrison und Campbell und Sinclair. Die sind da super im Zusammenspiel, machen da eine Traumkombination und Sinclair fackelt nicht lang. Wieder mal geht der Ball am Tor vorbei. Mittlerweile sind wir schon in der zweiten Halbzeit angelangt, 68. Spielminute. Da ist nicht mehr viel passiert, doch jetzt wieder Campbell. Campbell geht, Campbell guckt, Campbell schießt. Aber leider geklärt. Passiert, passiert. Da müssen wir weiter reagieren und weitermachen. Und wie ihr seht, unser Gegner kommt hier durch eine Ecke dann zur Chance. Zweite Ecke hintereinander. 72. Spielminute. Der Kopfball kommt, wird abgewehrt. Stevanovic schießt das Ding. Bam. 1:1. Der Ausgleich in der 73. Spielminute. Das war alles andere als verdient. Zum Spielverlauf kann man einfach nur sagen, dass wir hier klar überlegen waren. Aber wer sich vorne nicht macht, bekommt sie eben hinten. Letzte Szene, 90. Spielminute, wird dann wieder Campbell geschickt. Und Campbell guckt sich den Torhüter aus. Campbell bleibt der Matchwinner für die letzten Spiele. In dem wunderschönen linken unteren Kasten haut er das Ding rein. Und damit führen wir 2:1 und damit gewinnen wir das Ding auch richtig. Und wie ihr seht, der Gegner hat dann gleich abgebrochen. Klar, 90. Minute. Und wieder ist es Campbell, der da verbessert werden soll. Aber das geht ja nicht. Und wir gucken jetzt nochmal ganz genau hin. Wie ihr seht, zack, wir haben den Titel gewonnen. Und Titel gewonnen heißt, wir dürfen ordentlich unsere Mannschaft aufrüsten. Wie ihr seht, wir kaufen ein. Wir kaufen zum einen Harris fürs rechte Mittelfeld ein. 400 Münzen hat er uns hier gekostet. Also nicht sehr teuer. Ein guter Mann mit 81 Tempo. Ich denke, der wird Love gut ersetzen. Des Weiteren Rechtsverteidiger O'Neill haben wir gekauft für schlappe nur 200 Coins. Da wird Caprice ausgewechselt. Einen neuen Innenverteidiger mit Murphy. 56er Gesamtbewertung, 70 Tempo, das ist doch mal ganz akzeptabel. Des Weiteren Rudolph, der nächste Innenverteidiger, der hier geholt wird, denn wir müssen natürlich was an unserer Abwehr tun. Die steht noch nicht so sattelfest, die wird natürlich auch zum späteren Zeitpunkt nötig sein. Des Weiteren unseren neuen Torhüter Bartland, eine 71er Bewertung und Taylor, den Linksverteidiger. Sozusagen haben wir dann hier unsere komplette Verteidigung aufgemischt. Ja, Aufstieg zählt natürlich, dass wir 5 verbessern dürfen. Des Weiteren war ja Campbell mit der beste Spieler. Dafür werden wir dann den rechten Mittelfeldspieler machen. Und damit haben wir eine richtig, richtig gute Mannschaft zusammen, die, denke ich mal, auch in den nächsten Wochen eine richtig gute Partie mit oben in der neuen Liga spielen wird. Ja, jetzt wird noch die ganze Mannschaft ausgetauscht. Wie ihr seht, Tafazolli wird durch Murphy ersetzt.
Des Weiteren wird Street durch Rudok ersetzt. Also ich muss sagen, diese Mannschaft, die ist gar nicht mal so übel für den Anfang. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon bei Folge 24 und das geht ja immer so weiter. Wir wollen ja irgendwann mal wirklich ein komplettes Goldteam haben. Ob wir das noch schaffen, ich denke schon, da müssen wir einfach nur härter an uns arbeiten, besser spielen, besser konzentrieren und dann wird es auch ganz, ganz schnell gehen. Harris wird ersetzt, Harris ersetzt Love, sag mal so rum. Und somit ist dann unsere Mannschaft auch komplett. Unser kommender Gegner ist Tarek 7. Es war der 4. Sieg in Folge, das muss man dazu sagen. Und unser Gegner hat hier ein komplettes spanisches Team, aber die erste Szene gehört wieder uns. 8. Minute Sinclair. Und Sinclair geht. Und Sinclair schickt dann, ja, Campbell. Und Campbell fackelt nicht lange. Pam, habt ihr gedacht? Leider die Großchance vorbei. Und somit steht's immer noch 0:0. 14. Minute, unser Gegner kommt zum ersten Mal über Muniain. Der flankt das Ding rein. Aduris ist da. Doch das Ding ging auch nicht rein. Und somit haben wir wieder in der 17. Minute die Chance, hier in Führung zu gehen. De Montagnac, der Neuzugang, geht da mal auf den 16er zu, zieht das Ding ab, aber der Schuss war leider zu schwach und damit kommen wir hier nicht durch und somit bleibt es beim 0:0. 31. Spielminute, dann Harris. Harris geht, Harris guckt, Harris zieht ab, doch der Torhüter ist da, da ärgert er sich zurecht. Irgendwann muss natürlich das Tor auch mal reingehen. Wie ihr seht, Paraden, unser Butland hat 0, der gegnerische Keeper hat 5, also das sagt schon einiges über den Spielverlauf aus. Und jetzt ist Sinclair, macht hier eine Ballrolle, geht hier gut durch, geht dann weiter, Sinclair geht immer weiter und schiebt das Ding dann auch ganz gekonnt ins rechte untere Eck ein. 34. Spielminute, die verdiente, hochverdiente Führung für uns und das sieht richtig gut aus, denn dann kommen wir wieder hier richtig gut rein. Des Weiteren kommt dann wieder in der nächsten Szene, 38. Spielminute, das geht ganz flott hier in diesem Spiel. Also ich muss sagen, das war ein Spiel, wo man sagen kann, wow, hier war man richtig überlegen. Wie ihr seht, Harris, der Montagnac scheitert einfach am gegnerischen Keeper, wie so oft in diesem Spiel. Zweite Halbzeit, dann 52. Spielminute, unser Gegner kommt mal vors Tor und der geht weiter vors Tor und dann gibt's den Pfiff. Unglaublich, aber war komplett aus dem Spielverlauf gegriffen, dieser Elfmeter, und Mario Suarez gegen Butland tritt an. Und da müssen wir natürlich hoffen, dass wir das Ding hier halten, dass wir die Führung einfach behalten. Und guckt euch das doch mal an, das ist doch Ala Sergio Ramos hier das Ding drüber gefackelt. Somit bleibt es bei unserer Führung von 1:0 und das soll es nicht gewesen sein. 62. Spielminute, Sinclair, Flanke, Campbell, seitfalls hier, what a goal. Traumhaft gemacht, wieder trifft Campbell. Also dieser Mann ist wirklich eine richtige Bereicherung gewesen für unser Team. Wir schauen uns das Tor nochmal in der Wiederholung an, wie er ihn dann wunderschön trifft und einfach eiskalt einschweißt ins Tor. 65. Spielminute, wir sind wieder am Ball über Sinclair. Sinclair zurück auf Gennaris und Gennaris fackelt nicht lange, spielt Taylor an und guckt euch diesen gefühlvollen Finesse-Shot an von Taylor, von unserem Linksverteidiger. Der Neuzugang schlägt da hier komplett ein. Was war das für ein Riesentor? Und das als Bronzespieler, das hat man lange nicht gesehen. 69. Spielminute, kommt dann wieder unser Gegner über Fernando Torres und Torres macht da das Tor, den Anschlusstreffer. 70. Spielminute, 3:1 nur noch. Aber ich muss sagen, unsere Mannschaft hat gezeigt, sie hat Moral. Unser Präsident ist hochzufrieden mit den letzten Leistungen. Der Montagnac ist hier durch, kennt da kein Erbarm, zieht das Ding ab, aber der Torhüter ist da und hält das Ding sicher. Nochmal 88. Minute, Konter über Sinclair und Sinclair ist schnell. Sinclair macht das ganz stark, setzt sich da super durch, schießt, doch der Torhüter ist da. Morrison dann im Nachschuss, nein, wird auch nichts, aber Sinclair schnappt sich den Ball wieder und dann scheitert er zunächst wieder am Spieler. Ja, das war's dann sozusagen. Wir gewinnen wieder dieses wunderschöne Spiel. 2 Siege. Das ist der 5. Sieg in Folge. Sinclair hat eine 8-7. Ihr werdet sehen in der nächsten Folge. Next Gen. Es hat sich ein bisschen was geändert an der Mannschaft, denn es hat 2 Folgen nicht aufgenommen. Ich bin raus. Abonnieren, kommentieren, Facebook-Seite liken. Ich bin raus. Ciao. Euer Ultimate Aussie. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.